Die aktuellen Energiepreise sind inakzeptabel und wir müssen alles in Bewegung setzen, um dem was entgegenzuhalten. Dazu gehört der Weiterbetrieb der drei Kernkraftwerke, auch indem wir neue Brennelemente bestellen. Wir müssen den LNG-Import zügig ermöglichen. Dazu müssen wir die Standorte an der deutschen Küste ausbauen und den Anschluss an das Leitungsnetz schnell ermöglichen. Wir müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Dazu gehört insbesondere eben für die erneuerbaren Energien, dass das alles schneller genehmigt werden kann, als das bisher der Fall ist. Und schließlich müssen wir uns auch technologieoffen neuen Möglichkeiten eben nähern. Dazu gehört auch die neue Generation von Kernkraftwerken, die eben eine Option sein kann, die sicher ist und auch mit Blick auf die Abfallentstehung eben unproblematischer ist.